Hi Leute, begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung aus dem Hause Refactory. Lange haben wir drauf gewartet, endlich ist er da, der Salinity Guardian. Was drin ist, was er tut, wie er funktioniert, das zeige ich euch. Bis gleich. Ja Leute, Salinity Guardian. Endlich ist er da, lange haben wir drauf gewartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch schon gespannt, was das Gerät kann. Was es machen soll, klären wir mal vorab. Es ist ein Gerät, was uns 24/7, 365 Tage im Jahr unsere Salzdichte misst. Und zwar im Zusammenhang mit der Temperatur. Das ist schon mal Punkt 1. Jetzt kommt die Frage, wofür brauche ich das? Das ist genau so eine Frage, wofür brauche ich einen KHKeeper Plus? Das ist ein Messwert bzw. eine Messgröße, die für uns genauso wichtig ist wie der KH-Wert. Wenn ich da Schwankungen drin habe, aufgrund der Tatsache, dass ich meinetwegen mit dem KH-Keeper arbeite und das Wasser entnehme und gleichzeitig wieder Osmosewasser hinzufüge, dann kann ich sowas sehen. Am besten sind solche Geräte natürlich ganz ehrlich geeignet für Verkaufsanlagen. Da, wo tagtäglich Wasser entnommen wird und somit dann auch die Dichte wieder sinkt, kann man da dann dementsprechend besser sehen, was muss ich nachpacken an entsprechendem Salzwasser. Aber alles in allem finde ich dieses Gerät von der Funktion her top. Vom Preis her für den Otto-Normalverbraucher, blende ich euch gleich mal unten ein, ist das schon eine Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch ein Messgerät, was dementsprechend hochpräzise arbeitet. Und wenn es richtig eingestellt und kalibriert ist, dann dementsprechend auch seine Leistung bringt. Aber schauen wir uns doch erstmal an, was wir alles bekommen. Ja Leute, dann schauen wir uns mal an, was drin ist. Ich habe die Verpackung eben schon entfernt. Ich zeige euch auch nochmal eben, warum. Ich habe zwar eben eingeblendet, aber das Ganze ist grün. Und ich arbeite hier im Greenscreen, daher ist die Verpackung schon raus. So, Verpackung wieder das Übliche. Wir haben hier auf der Vorderseite unsere entsprechende Seriennummer mit der Verbindung, die Seriennummer, die wir gleich brauchen für unser WLAN. So, jetzt habe ich es. Und dann gucken wir mal in dieses vollgepackte Kartönchen hier rein. Ich lege das Ganze hier mal auf Seite. Als allererstes haben wir hier unsere Kurzanleitung, Kurzbezeichnung, was ist. Das ist schon mal recht gut. Brauchen wir gleich dann auch mal zum Schauen. Dann haben wir hier einmal Klettband zum Aufkleben. Finde ich auch sehr schön, dass das endlich so umgesetzt wird. Dann die Kalibrierungsflüssigkeit. Verschiedene Aufsätze für das Netzteil. Ist alles sehr voll hier. Das Netzteil an sich. Knister, knister. Packe ich gleich aus. Dann haben wir das eigentliche Gerät selber. Mit mehreren Anschlüssen dran. Das geht mal hier runter. Da machen wir dann mal auf, um zu gucken, wie das Ganze ausschaut. Und ihr seht selber, es ist schon mal anders aufgebaut, wie wir das eigentlich von der Verpackung her gesehen haben. Also es sind dementsprechend Anschlüsse hier, die ich einmal BNC, einmal Strom und das hier ist der Temperaturfühler. Und da haben wir noch einmal Strom und die entsprechende Sonde, die dann hier schön verschweißt ist, muss ich gleich aufschneiden, plus die Halterung. So, das ist alles im Kartonchen drin, eine ganze Menge. Die beiden hier brauche ich nicht. Und dann fangen wir mal an mit der Knisterei hier, alles auszupacken. Einmal nach unten. Ganz einfaches Prinzip. Aufsetzen, verdrehen, fest. Schon ist das Ganze einsatzbereit. Hier sieht es dann ähnlich aus. Jetzt muss ich gerade eben mal schauen, wie das Ganze genau funktioniert. Gucke ich mir gleich genauer an. Und hier hole ich mir jetzt gleich erstmal ein Messer. Bin sofort wieder da. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe da mal ein kleines bisschen was vorbereitet, damit das hier auch einigermaßen zügig vonstatten geht. Ich habe mir einmal Wasser unten aus meinem Aquarium geholt, das jetzt natürlich nicht mehr die aktuelle Temperatur hat. Da komme ich gleich darauf zurück.
Ich habe die Halterung zusammengebaut. Hier kommt die dementsprechende Sonde gleich rein. Und das hier ist eine Halterung für ein Poolbecken, also sprich eigentlich für den Technikbeckenbereich gedacht. Dann habe ich hier das Gerät selber schon mal hingestellt und verkabelt, sodass ihr das Ganze auch sehen könnt. Jetzt schmeiße ich das schon um. Die muss ich nachher noch für die Kalibrierung aufwärmen, dass ich auf 25 Grad komme. Hat den Hintergrund, nur bei 25 Grad hat das dann dementsprechend auch die entsprechende Dichte, weil das Gerät arbeitet mit Temperatur und Dichte zusammen. So, dann wollen wir jetzt mal das Ganze hier schon mal verkabeln. Ich packe die Sonde hier rein. Wir haben hier an der Sonde, es ist wichtig, dass die Sonde ungefähr so bis hier im Wasser steht, laut Anleitung. Dann kann ich habe hier oben einen Stellring, da kann ich die Höhe mit verstellen, in der ich das hier einspanne. Moment. Ja, es ist ein kleines bisschen tricky. Aus dem ganz einfachen Grund, weil da oben die Schrauben dagegen stehen. Aber hier an der Rückseite kann ich die Stellschrauben ja nicht hinpacken. Dann wäre das unpraktisch. So. So soll die dementsprechend da drin hängen oder vielleicht auch ein bisschen tiefer, je nachdem. Ich hänge das Ganze jetzt einfach mal hier so rein. Das ist die ungefähre Höhe. Wichtig ist, dass das Ganze nach Möglichkeit gerade ist. Dementsprechendes Bild aus der Bedienungsanleitung blende ich euch mal eben mit ein. Das hält natürlich jetzt hier gerade extrem gut. Moment. Legen wir hier rum. Um den Leuchtturm, genau. So, dann passt das. Und wir haben den Temperatursensor. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass wir jetzt da noch irgendwo so einen kleinen Saugnapf hätten mit dran packen. Den kann man aber einfach auch so ins Becken reinhängen. Ich hänge das jetzt hier mal mit rein. Also wie gesagt, das Wasser hat nicht die Temperatur, die wir tatsächlich brauchen, die 25 Grad. Wir gucken einfach mal, was passiert. So, da bin ich wieder. Wir starten die Aufnahme. Ich nehme euch mit aufs Pad. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Als allererstes machen wir das Gerät natürlich an. Und ihr seht, es fährt hoch. Jetzt bin ich natürlich hier noch in meinem momentanen Netzwerk drin. Das entsprechende Netzwerk wird mir jetzt hier angezeigt. Refactory SG für Salinity Guardian und danach die Seriennummer. Ich hatte mich eben schon mal damit verbunden. Das entsprechende Passwort ist wie immer Refactory kleingeschrieben. Und jetzt kann ich hingehen. Jetzt muss ich eben mal kurz in die Bedienungsanleitung. Da ist der Link. salinityguardian.io ist die Adresse, die wir dann eingeben müssen, um uns zu verbinden. Ich stelle das Ganze auf Deutsch ein. Das ist der Bereich der Messung, wo er dann entsprechend Alarm schlagen würde, unter 34 oder über 36 ppm. Zu den Einheiten sage ich gleich noch was. Da haben wir auch verschiedene. Dann muss ich das Ganze natürlich mit meinem WLAN hier verbinden. Das setze ich ein. Es ist verbunden. Und hier nochmal das übliche Spiel. Genau. Du kennst mich. Anmelden. Das Gerät ist jetzt erfolgreich in Smart Reef eingeloggt. Und ich kann jetzt hier aus diesem Bereich heraus. Und jetzt muss ich wieder mein Netzwerk wechseln. So, und da bin ich dann jetzt in meinem Smart Reef drin. So, der Salinity Guardian ist jetzt noch hier oben im entsprechend nicht zugewiesenen Bereich. Das muss ich zuweisen. Da gehe ich dann hin und weise ihm zu meinem Becken hinzu. Jetzt haben wir ihn mit drin. Mal gerade gucken, da ist er. Und oh, siehe da. Die richtige Salinität 35,0 ppm ist ja schön bei 21,5 Grad. Also ihr seht selber, das Wasser ist hat nicht die Temperatur, die es haben soll. Klar, logisch, ich habe es eben vor 20, 30 Minuten unten aus dem Aquarium entnommen. Und so wäre dann jetzt der grobe Aufbau. Ich gehe jetzt gleich hin, baue das Gerät ein unten im Aquarium und werde dann auch schauen, dass ich die entsprechende Flüssigkeit auf 25 Grad bekomme. Ist wahrscheinlich am einfachsten, wenn man hingeht und das Ganze erstmal ins Aquarienwasser reinlegt, weil natürlich darauf achten, dass das zu bleibt. Das Aquarienwasser hat 25 Grad.
Wir gehen nochmal gerade eben ganz kurz durch, was wir jetzt hier alles für Möglichkeiten haben. Wir haben einmal die Möglichkeit, die entsprechende Sonde zu kalibrieren. Dann haben wir die Möglichkeit, unsere Einheiten auszusuchen, das, was ich angezeigt haben möchte. Er zeigt mir jetzt nicht nur die Salinität an, ich kann mir auch die entsprechende Dichte anzeigen lassen. Dann seht ihr selber, zeigt er mir die Dichte an. Dann haben wir hier diesen Bereich. Und wir haben, Moment, eine Einheit, die ich auch noch nicht kenne. Da passt es im Endeffekt aber auch. Also, wir haben die Möglichkeit, unsere Wunscheinheit hier einzustellen. Ich bleibe bei der Salinität, weil ich damit schon seit Jahren so arbeite. 35 ppm. So, dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, die Temperatur zu kalibrieren. Das ist schon mal sehr praktisch. Hier steht dann, ich soll die Sonde aus dem entsprechenden Wasser herausnehmen und in ein Behältnis hereinpacken, wo ich dementsprechend weiß, welche Temperatur es tatsächlich hat. Also wenn ich mir hundertprozentig sicher habe, jetzt, da habe ich schon mal drüber gesprochen, wie man die Temperatur am besten nachkontrollieren kann. Also ich selber nehme ein handelsübliches Fleischthermometer, digitales, weil die sind zu, ja, meiner Meinung nach am besten kalibriert, weil es kommt aus der Lebensmittelindustrie. Damit messe ich die Temperatur nach und das kann ich dann dementsprechend dann hier auch tun. Machen wir gleich mal, machen wir direkt unten am Aquarium. Und da kann ich dann dementsprechend auch meine Temperatur nachkalibrieren. Ja, dann können wir uns noch die entsprechende Einheit aussuchen, ob in Celsius oder Fahrenheit. Wir bleiben natürlich bei Celsius. Und zum Schluss, ihr habt es eben gehört, als das Gerät sich eingeschaltet hat, hat es einen Ton gegeben. Und wenn es außerhalb der entsprechenden vorgegebenen Messbereiche ist, dann haben wir einen Sound, das können wir dann auch ein- und ausschalten. Ja, da gehe ich schon mal hin und schalte es aus. Und ich würde sagen, ich verbaue das Ganze jetzt und wir sehen uns dann unten am Aquarium wieder. Bis gleich. Ja, Leute, das Gerät ist dann jetzt verbaut. Ihr seht, da hinten ist es neben dem TDS-Meter, zeigt eine 34,6 an. Ich habe hier mal zum Kalibrieren schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hier ein Brettchen zum Ablegen. Da das hier also sehr klein ist, dass es nicht umfallen kann. Noch ein entsprechendes Gläschen. Hier einmal warmes Wasser, einmal kaltes Wasser und mein Thermometer. Wir gehen jetzt mal, ich nehme euch mal mit auf das Pad und dann schauen wir mal, was hier zu tun ist. So. Und das Erste, was natürlich gefragt wird, ist die Temperatur kalibriert. Das heißt, ich nehme mir jetzt mein Thermometer hier und packe das mal in den gleichen Kreislauf rein, warte kurz ein paar Minuten, Temperatur-Calibration. Da steht jetzt 60 Sekunden in einem Bereich, den man temperaturtechnisch kennt, wo man weiß, wo man die Temperatur kennt. Und diese Temperatur gibt man dann anschließend hier vor Ort ein. So, das ist jetzt da, lese ich eine 24,3 ab. Na, er ist jetzt hingegangen, das ist nach oben gesprungen. Dann machen wir das Ganze nochmal. 24,3. Jetzt hat er es. 24,3. Ihr seht im Display selber, passt das soweit. So, dann kann ich das jetzt hier rausnehmen. Das ist die Betriebstemperatur vom Becken. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier für eine Temperatur haben, weil bei der Kalibrierung sieht es so aus, dass ich beide Proben für 60 Sekunden in diese Flüssigkeit reinpacken soll. Das heißt also, die kalibrierte Temperatur, Sonde rausnehmen, trocken machen, das gleiche mit der Sonde hinten auch, rausnehmen, trocken machen, beides da rein und das Ganze dann 60 Sekunden laufen lassen. Und damit das Ganze passt, sollte es nach Möglichkeit die entsprechende Temperatur haben. Wir sind jetzt hier bei einer 24,2, 24,3. Jetzt gehen wir nochmal eben und stellen das Ganze in das warme Wasser rein. Habe ich so abgepasst, dass es nach Möglichkeit nicht umfallen kann.
24,5, 24,6, 25. Das geht relativ zügig. Problem ist auch, dass das Ganze hier sehr klein ist. So, jetzt gehen wir erstmal hin und lösen mal den ersten Alarm aus. Temperatursonde raus. Trocken machen. Und jetzt könnt ihr auch da gleich sehen, wird dann dementsprechend 0 angezeigt, Alarm, weil es außerhalb des Messbereiches ist. So, dann kommt jetzt der Temperatursensor hier rein, dann kommt die Sonde hier rein. Ich stelle das Ganze mal hier drauf. Sollte relativ gerade sein. Und dann gucken wir mal, was da hinten passiert. Er pendelt sich jetzt ein und ungefähr 60 Sekunden lang soll das Ganze dann laufen. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja. Und spätestens dann, wenn sich das nicht mehr bewegt, dann ist die Kalibrierung abgeschlossen, ob da jetzt eine 35 steht oder nicht. Der setzt dann den Wert wieder auf die 35 und das passt dann soweit. Grundsätzlich lässt sich jede Kalibrierungsflüssigkeit dafür nutzen, von der man weiß, dass es 35 ppm hat, also eine Dichte von 35. Und ich habe jetzt hier auch Flüssigkeit von ATI. Da werde ich auch nochmal testen und werde euch dann nachher auch berichten, ob das das gleiche Ergebnis gibt. Und das dürfte im Endeffekt dann einfacher sein. Dann müsst ihr nicht immer, diese kleinen Proben holen, sondern könnt aus dem Vollen schöpfen im Prinzip. So dass ihr nicht die ihr jetzt hier habt, im Prinzip wegschütten könnt und dann mit der neuen dann arbeiten könnt. Sage ich euch aber gleich, wenn ich fertig bin, beziehungsweise wenn wir wieder oben sind. So, es sieht danach aus, dass es nicht mehr weiter runter geht. Ich sage hier einfach mal okay. Das Gerät ist nun kalibriert und Sie können den Vorgang bitte regelmäßig wiederholen. Klar, logisch. Und wir sehen jetzt hier eine 35 und jetzt bringe ich das Ganze erstmal wieder hier zurück. Raus damit, das hier rüber. Und dann gucken wir doch mal, wo die Reise hingeht. Wir sind bei einer 34,3. Das kann gut sein. Ich habe jetzt neulich erst mit dem Refrak gemessen, müsste um die knapp unter die 35 müssen das sein. Aber das passt soweit. Während das hier noch läuft. Ja, alles in allem, wie gesagt, Gerät ist eingebaut. Es lässt sich überwachen. Die entsprechenden Übersichten, ich habe damit schon ein bisschen rumhantiert und gearbeitet. Ihr seht hier selber, wird aufgezeichnet. Und ja, jede Missetat wird aufgezeichnet. Das passt dann soweit. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich oben wieder. Bis gleich. Ja, Leute, das Gerät ist installiert, es ist kalibriert und dementsprechend habe ich dann auch festgestellt, dass ich etwas unter dem Soll bin. Muss ich dann dementsprechend noch ein kleines bisschen nacharbeiten, ist aber das kleinere Problem. Aber alles in allem denke ich mal, es geht von der Installation her. Ich habe es jetzt ziemlich genau genommen, muss man dazu sagen. Also ich bin jetzt tatsächlich hingegangen und habe geguckt, dass die zu testende Flüssigkeit, die Kalibrierungsflüssigkeit, auf 25 Grad Temperatur kommt. Dadurch, dass man aber im Vorfeld hingeht und schon den Fühler kalibriert oder kalibrieren soll, wird das dementsprechend kompensiert. Heißt also, die Flüssigkeit muss keine exakte 25 Grad haben, sollte, ist wahrscheinlich besser und wird wahrscheinlich auch dementsprechend empfohlen. Aber dadurch, dass das Gerät ja umrechnen kann und es weiß in dem Moment, dass es kalibriert wird und wie wir gesehen haben, so lange drin lassen, bis es sich nicht mehr bewegt, mindestens 60 Sekunden und danach kann die Temperatur auch etwas wahrscheinlich drunter sein, vermute ich mal. Gehe ich aber von aus, dadurch, dass es ja mit der Temperatur zusammenhängt, wird es anschließend auf 35 gesetzt und dann sollte das passen. Also so wie ich das jetzt kalibriert habe, ist es sehr umständlich gewesen.
Muss ich selber auch zugeben, aber ich wollte es jetzt einfach mal genau haben, um euch zu zeigen, dass man es auch genau machen kann, was gar nicht so schwer ist eigentlich. Aber was natürlich sehr vorteilhaft ist in dem Moment, ist halt dieses digitale Fleischthermometer, dass man halt wirklich überall gucken kann. Also ich halte mich grundsätzlich an ein Gerät und auch meine Temperatursteuerung bzw. Kühlung, die ich im Sommer habe, die habe ich auch mit diesem Gerät kalibriert und zum Aquamedic-Gerät, also sprich zu dem Twin Controller, den ich habe, habe ich gerade mal 0,2 Grad Differenz. Also das ist in dem Bereich dann zu vernachlässigen. Beim Salinity Guardian sollte man nach Möglichkeit so genau wie möglich auf die tatsächliche Temperatur kommen, um mit richtigen Werten arbeiten zu können. Ja, alles in allem, das Gerät ist installiert, es läuft. Ich werde definitiv in den weiteren Tagebucheinträgen darüber berichten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles in allem, wie gesagt, es ist ein tolles Gerät, aber ich muss auch tatsächlich sagen, es ist ein teures Gerät. Ob das jetzt für den Otto-Normalverbraucher, für den Heimgebrauch tatsächlich ratsam ist oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Da will ich auch überhaupt keine Kaufentscheidung bzw. Kaufempfehlung euch geben. Das muss jeder wirklich für sich selber wissen, ob er das Geld in die Hand nimmt oder nicht. Es gibt schon genug, die gefragt haben und sagen, ja, will ich auch haben, will ich auch haben. Wie gesagt, es ist kein Muss, aber man kann. Ganz einfache Sache. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Weimar. Ciao.